Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum zweiten BIA Online Infoforum. Mein Name ist Markus Dahlhaus und ich bin Geschäftsführer bei der BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH hier in Solingen. Wie beim ersten BIA Online Infoforum vor einem Jahr möchten wir Sie auch heute in den nächsten circa 50 Minuten mit interessanten Themen rund um BIA, um die BIA-Gruppe, unterhalten und informieren. Wir haben vier Beiträge vorbereitet. Zuerst wird uns Johannes Groß, unser Energiemanagementbeauftragter, die BIA-Klimastrategie 2025 erläutern. Das zweite Thema bezieht sich auf das Recyceln von verchromten Kunststoffen und es wird von Dr. Markus Hepp, unserem Industriemanager Automotive, vorgetragen. Schließlich werde ich Ihnen als drittes einen kurzen Übersicht über die Aktivitäten der BIA-Gruppe zur Substitution von Chromtrioxid geben. Am Schluss wird Dr. Felix Heinzler, unser Entwicklungsleiter, Ihnen einen Vortrag halten über die Entwicklungen, die wir zurzeit vorantreiben, die dann neue Produkte ergeben, die den Automobilherstellern helfen, moderne und interessante Fahrzeuge zu bauen. All diese Vorträge werden auch in einer Diskussionsrunde diskutiert werden können. Dazu können Sie über die Chat-Funktion Fragen einstellen. Wie das geht, zeigt Ihnen die Einspielung. Nun zum ersten Beitrag. Klimaneutralität. Jeder spricht von Klimaneutralität, doch was heißt Klimaneutralität? Das heißt natürlich auch Energieeinsparung. Und Energieeinsparungen sind ein sehr interessantes Thema, besonders für eine Kunststoffgalvanik. Schließlich ist Energie einer unserer Hauptproduktionsfaktoren. Für mich als Geschäftsführer hat das in der Vergangenheit eigentlich immer bedeutet Kosten. Energieeinsparungen waren für mich Kostenreduktionen. Mittlerweile hat sich der Fokus ein bisschen gewandelt. Energieeinsparung heißt auch Kohlendioxideinsparung, also Carbon Dioxide Neutrality als Fremdwort, ist einer der Punkte, die wir heutzutage immer mehr beachten müssen. Johannes Groß wird nun ermitteln oder erläutern, wie wir hier bei BIA diesen Klimaneutralität bis 2025 erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Groß und ich bin Leiter für kontinuierliche Verbesserung und Energiemanagementbeauftragter bei der BIA in Solingen. In mein Aufgabengebiet als Energiemanagementbeauftragter fällt auch die Klimaneutralität von BIA bis 2025. BIA monitort den Energie- und Ressourcenverbrauch schon seit langem. In 2019 haben wir begonnen, unsere Emissionen in CO2-Äquivalente umzurechnen. Dies ist der erste wichtige Schritt auf unserem Weg zur Klimaneutralität. Der zweite wichtige Schritt auf unserem Weg zur Klimaneutralität ist die Vermeidung von Emissionen, sprich die Reduktion unseres Ressourcenverbrauchs und die Reduktion unseres Strom- und Gasverbrauchs. Der dritte Schritt ist dann die Kompensation, denn wir als Galvano-Unternehmen und großes Industrieunternehmen werden es leider nicht schaffen, unsere Emissionen auf Null zu reduzieren. Unser Ziel ist es, unsere Emissionen jährlich um 5% zu reduzieren. Dies tun wir durch intern und extern getriebene Projekte. Unser Vergleichsjahr ist das Jahr 2019, in dem wir 5000 Tonnen CO2 in Scope 1 und 2 emittiert haben. Im Anschluss möchte ich euch gerne ein paar konkrete Projekte aus unserem Betrieb vorstellen. Beginnen wir mit einem Projekt zur Vermeidung des CO2-Ausstoßes. Wir stehen hier gerade auf dem Logistikgebäude von BIA in Solingen, wo gerade die neueste Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden ist. BIA betreibt hier in Solingen drei Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 500 Watt im Peak. Hier im Hintergrund sehen wir auch noch die erste und zweite Photovoltaikanlage. Und über das Jahr hinweg können wir mit unseren drei Photovoltaikanlagen hier in Solingen ungefähr 70 Tonnen CO2 einsparen. Ein weiteres Projekt zur Reduzierung unserer CO2-Emissionen ist die Umstellung unseres Fuhrparks auf E-Mobilität.
Aktuell verbrauchen wir mit unserem verbrennergetriebenen Fuhrpark 151 Tonnen CO2. Diese wollen wir durch die Umstellung auf Null reduzieren. Auch in unseren Bestandsbauten rüsten wir auf modernste LED-Technik um. So können wir pro Jahr bis zu 21 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Selbstverständlich sind alle BIA-Neubauten mit modernster Licht- und Gebäudetechnik ausgestattet. Durch Präsenz- und Tageslichtmelder können wir den Energiebedarf auf ein Minimum reduzieren. Ein weiteres unserer Projekte hat mit dem Neubau einer unserer Galvanikstraßen zu tun. In der Abluftanlage haben wir eine Wärmerückgewinnung integriert, die im Jahresmittel 200 kW leisten kann. Damit können wir jährlich bis zu 300 Tonnen CO2-Ausstoß einsparen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie sehen konnten, besteht die BIA-Strategie zur Reduktion von CO2 und dem Weg zur Klimaneutralität aus vielen kleinen Schritten zur Vermeidung oder zur Reduzierung von Energieverbrauch. Es wäre allerdings vermessen zu behaupten, dass wir als großes Industrieunternehmen sämtliche Energie klimaneutral beschaffen könnten. Daher werden wir für bestimmte Bereiche diese CO2-Ausstoß, die wir nach wie vor haben werden, durch geeignete Maßnahmen und Kompensationsmaßnahmen vermeiden. Wo können wir uns aber dennoch weitere Nachhaltigkeit und weitere CO2-Einsparungen erreichen? Das ist auf dem Gebiet der Produkte. Die Produkte selbst könnten nach dem Ende der Lebensdauer wieder recycelt werden und wieder vollständig bei den BIA-Prozessen eingesetzt werden. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, der Ihnen von Dr. Markus Hepp, unserem Technologiemanager Automotive, vorgeführt wird. Herzlich willkommen zum Online-Forum. Ich möchte Ihnen jetzt was über BIAs Recycling-Strategie erzählen. Die Kundenanforderungen steigen immer weiter und weiter. Der Kunde fordert quasi hochwertige Oberflächen, er fordert langlebige Oberflächen und in letzter Zeit fordert er natürlich auch insbesondere auch nachhaltige Oberflächen. Wenn man das mit einer Chromoberfläche vergleicht, mit einem verchromten Bauteil, dann wird man einen sehr hohen Übereinstimmungsgrad feststellen. Verchromte Oberflächen sind sehr hochwertig, weil es sind metallische Oberflächen und Metalle werden grundsätzlich eben entsprechend wahrgenommen als sehr hochwertig. Das ist auch der Grund, warum Münzen, Geldmünzen aus Metall sind und Eheringe im Übrigen auch. Also alles, was metallisch ist, ist immer sehr hochwertig. Chromoberflächen sind langlebige Oberflächen, sie sind verschleißfest, korrosionsstabil, sie sind UV-stabil. Sie sind aber vor allen Dingen auch, es handelt sich um nachhaltige Oberflächen, weil Chromoberflächen lösen kein Allergiepotenzial oder haben kein Allergiepotenzial. Sie sind nicht giftig. Chromoberflächen oder beziehungsweise das Composite Material, weil es entsprechend ein Lightweight Material ist, haben sie einen sehr geringen Energieverbrauch in der Nutzungsphase. Und insbesondere sind sie auch recycelbar. Und darauf möchte ich jetzt etwas näher eingehen. Zum Recycling braucht man reine Oberflächen. Jetzt könnte man sagen, Composite-Materialien sind natürlich extrem schwer zu recyceln. Das stimmt auch in den überwiegenden Fällen. Bei verchromten Bauteilen sieht es unserer Meinung nach etwas anders aus. Wir haben hier im Vergleich zu anderen Composites deutliche Vorteile, was das Recycling angeht. Auf der einen Seite haben wir die technischen Vorteile. Chromoberflächen oder Metalle an sich sind unendlich oft recycelbar. Das heißt, man kann sie jedes Mal wieder ohne jeglichen Qualitätsverlust recyceln. Unsere Kunststoffe selber, die wir einsetzen, wir können nur sehr wenige Kunststoffe beim Galvanisieren einsetzen. Das heißt, wir haben eine geringe Kunststoffauswahl und je geringer der Variantenreichtum ist bei den Kunststoffen, desto besser sind natürlich hinterher die Recyclingmöglichkeiten, weil man hat keinen hohen Trennungsaufwand. Der Kunststoff an sich, den wir einsetzen, hat auch eine sehr hohe Materialgüte. Das heißt, diese sind auch alle untereinander kompatibel. Wir reden da von Plating Grades, die aufgrund ihrer Kompatibilität alle zusammen in einer gemeinsamen Charge recycelt werden können. Und last but not least, auch ein wichtiger Vorteil, um eben Composites wieder voneinander trennen zu können. Metalle und Kunststoffe sind nicht kompatibel zueinander. Man kann sagen, die Metalle haben eher einen anorganischen Charakter, die Kunststoffe haben einen organischen Charakter. Und wenn man sich, so wie das auch im Bild dargestellt ist, oben links, wenn man sich das vorstellt, wenn man Öl in Wasser
gießt, dann hat man auch, das Wasser ist anorganisch, die Ölkomponente ist organisch, das mischt sich nicht wirklich miteinander. Es trennt sich immer sehr schnell voneinander. Und den Effekt können wir auch bei unseren verchromten Bauteilen ausnutzen. Wir haben halt diesen Trennungseffekt, wir kriegen den Kunststoff vergleichsmäßig leicht wieder von den Metallen abgetrennt. Wir haben logischerweise auch dann ökologische Vorteile. Wenn alles recycelbar ist, kann man natürlich sagen, wir haben einen insgesamt geringeren Ressourcenbedarf, was frische Ressourcen angeht. Die Recyclingmethoden, insbesondere im Metallbereich, sind schon so effizient, dass sie üblicherweise einen geringeren Energieverbrauch haben, als wenn man Rohmaterialien eben wieder aus Minen abbauen muss und dann eben entsprechend zu Metallen aufarbeiten muss. Man spricht da zum Beispiel im Kupfer, der Energiebedarf ist um 85% niedriger, den man für das Kupferrecycling benötigt im Vergleich zum Kupfermining. Und man hat dann eben am Schluss auch einen geringeren Kohlenstoffdioxidverbrauch, weil wenn die Recyclingmethode natürlich schon nicht so energieintensiv ist, ist dadurch der Energieverbrauch geringer. Und auch regenerative Energiemethoden können beim Recycling leichter eingesetzt werden als beim Mining. Letztes Argument ist natürlich der ökologische Vorteil, den wir haben. Metalle sind sehr wertvoll. Die Recyclingmethoden, wie ich schon erwähnt habe, sind sehr effizient. Das heißt, wir haben eine sehr wertvolle oder teure Oberfläche auf dem Kunststoff selber und die ist schon so werthaltig, dass professionelle Metallrecycler schon ein sehr hohes Interesse daran haben. Bis dato ist man in der Lage, diese Kunststoffbauteile, entsprechend die verchromten Kunststoffbauteile, zu verkaufen. Die Metallrecycler nehmen die. Aktuell wird dann eben entsprechend der Kunststoff nicht recycelt, sondern der Kunststoff wird verbrannt, nur die Metalle werden recycelt. Und wir wollten uns in unserer Arbeit jetzt dann darauf fokussieren, weil Metalle werden schon recycelt, das muss man nicht weiter optimieren, das machen andere, die das besser können. Wir wollten uns darauf konzentrieren, weil wir gesagt haben, es ist Verschwendung, dass Kunststoffe thermisch verwertet werden und eben nicht recycelt werden, wollten wir uns auf diesen Prozess konzentrieren und haben deswegen den Recyclingprozess der Kunststoffe angestoßen. Also der erste Schritt ist natürlich, wir müssen das Metall von dem Kunststoff wieder abtrennen. Dafür haben wir uns eine Prozesssequenz überlegt, haben die ausgearbeitet. Wir fangen also hier an mit unserem Kunststoffbauteil. Dieses Kunststoffbauteil hier, typisches ABS, verchromtes ABS, wird im ersten Schritt geschreddert. Als nächstes machen wir eine Schockwellenbehandlung. Glücklicherweise ist auch Nickel in dem ganzen Metallsystem drin, deswegen Nickel ist magnetisch, genauso wie Eisen. Das heißt, wir können hier auch sehr schön den Metallanteil von den Kunststoffen trennen. Und nach der magnetischen Behandlung erhalten wir also eben entsprechend zwei Fraktionen. Am Schluss sieht das Ganze dann eben so aus, dass wir mittlerweile einen Reinheitsgrad von über 99% erreichen, sowohl beim Kunststoff als auch bei der Metallfraktion. Das heißt, wir können das Metall dann eben entsprechend sammeln, das können wir den professionellen Verwertern geben und unseren Kunststoff können wir selber aufarbeiten und selber in unseren Spritzgießverfahren und unseren Galvanisierverfahren dann wiederverwenden. Das ist ein Ergebnis aus unseren ersten Studien. Wir haben dann das recycelte Material genommen und haben entsprechende Spritzgussversuche gemacht und es hat sich auch erstaunlicherweise sehr gut galvanisieren lassen. Wir sind aktuell daran, eben entsprechend die ganzen physikalischen Prüfungen zu machen, sind da auch schon sehr weit. Das nächste ist also, die letzten Schritte sind noch kleine optische Verbesserungen. Wir brauchen also noch einen etwas höheren Reinheitsgrad. Im Granulat 99% reichen noch nicht ganz aus, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir das auch in Kürze schaffen werden, höhere Reinheitsgrade zu erzielen. Und galvanisierfähig ist es auch und dass wir dann hinterher auch sagen wir mal, die Materialeignung eben offiziell feststellen lassen. Das sind unsere nächsten Schritte, die wir angehen wollen. Zusammenfassend kann man also sagen, Chromoberflächen erfüllen die Erwartungen des Konsumenten. Es sind werthaltige Oberflächen, was ganz wichtig ist für den Kunden. Metalle sind schon unendlich oft recycelbar. Leider werden aktuell Kunststoffe noch nicht recycelt, sondern überwiegend thermisch verwertet. Was wir aber machen wollen, ist mit unserer Prozesstechnik, wir wollen Kunststoffe recyceln und wir wollen sie nicht downcyclen oder im schlimmsten Fall thermisch verwerten, sondern wir wollen sie in unseren eigenen Prozessen wieder einsetzen. Und deswegen bieten wir auch jetzt schon an, wir nehmen sämtliche galvanisierten Kunststoffe nach der Nutzung, nach Gebrauch, nehmen wir wieder zurück, um sie in Zukunft unseren Recyclingprozessen zuführen zu können. Das war's schon. Wenn Sie also Interesse haben, nehmen Sie Kontakt mit mir auf, chatten Sie gleich, stellen Sie Fragen, wir stehen ja noch zur Verfügung.
Ich danke schon mal von der Seite für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Zuschauer, wir konnten sehen, dass Kunststoff öfter glänzen kann als einmal im Leben. Über das Recycling sind wir in der Lage, unser Metall sowie den Kunststoff mehrfach, sogar unendlich zu nutzen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für unsere verchromten Kunststoffteile. Jetzt möchte ich gerne diese beiden Vorträge mit Ihnen diskutieren. Ich habe mir dazu Verstärkungen ins Studio geholt. Zum einen möchte ich begrüßen Johannes Groß. Hallo Johannes. Hallo Markus, danke schön. Dann Dr. Markus Hepp. Hallo Markus. Grüß dich Markus. Wir haben ein paar Fragen an euch. Ja. Ne? Und ich würde mal am liebsten mit dem Johannes direkt anfangen. Johannes, sehr gerne. Man kann ja jede Statistik so machen, wie man die sich selbst gerne machen möchte. Für das CO2 ja, protokollieren, also CO2-Ausstoß und Klimaneutralität, gibt es da eigentlich verbindliche Regeln, wie man das macht? Oder kann sich da jeder was überlegen und seine eigenen Regeln aufstellen, nachdem er sich dann nachher klimaneutral betitelt? Also es gibt mehrere Standards, nach denen eine Treibhausgasbilanz aufgestellt werden kann. Wir bei BIA, wir benutzen das sogenannte GHG-Protokoll, das Greenhouse-Gas-Protokoll. Dabei handelt es sich um den bestbekanntesten Standard für das CO2-Reporting, für das Accounting von Emissionen. Und der orientiert sich einfach gesagt an den gleichen Standards wie die normale Buchhaltung. Sprich, es geht um Relevanz, um Transparenz, um Vollständigkeit und um Verständlichkeit. Ja, beim CO2-Reporting ist es wichtig, dass da es sehr neu ist, gibt es noch nicht immer 100% die richtigen Daten. Und da muss man natürlich, sobald man Annahmen trifft, diese gut dokumentieren und begründen, warum man welche Annahme getroffen hat in seiner Bilanz. Mhm. Und ich weiß, es hat am Anfang eine lange Diskussion gegeben, worauf fokussieren wir uns eigentlich bei der Klimaneutralität. Da scheint es dann auch unterschiedliche, ich sag mal, Bereiche zu geben, wo man klimaneutral werden kann. Kannst du mir das auch noch oder den Zuschauern das auch erläutern? Genau, also es gibt die drei Scopes, die bekannt sind, die in aller Munde sind. Das ist einmal das Scope 1, das sind unsere direkten Emissionen, sprich alles, was wir selber verbrennen. Gas in unseren Heizkesseln, Gas in unserem Blockheizkraftwerk hier in Solingen am Standort, Benzin und Diesel in unseren Firmenfahrzeugen. Mhm. Dann gibt es das Scope 2, das sind die indirekten Emissionen, überall da, wo an anderer Stelle verbrannt wird für uns. Sprich im Gaskraftwerk, das uns später den Strom liefert, im Braunkohlekraftwerk, das uns den Strom liefert. Das sind die indirekten Emissionen in Scope 2. Und dann gibt es das Scope 3. Dort werden alle CO2-Emissionen, die durch Waren und Dienstleistungen in unser Unternehmen übergehen, aufgenommen und erfasst. Sprich, das CO2 oder das Treibhaus, das nötig war, 1 Kilogramm ABS-Kunststoff in unser Unternehmen zu bringen, wird in Scope 3 auftauchen. Mhm. Wir bei BIA fokussieren uns auf das Scope 1 und 2. Das ist die Scopes, wo wir selber Einfluss drauf haben, wo wir selber durch Reduktionsmaßnahmen, im Energieverbrauch, in unseren Galvanikanlagen Einfluss drauf haben, da positiv eine Reduktion zu erreichen. Und das Scope 3 kommt durch unsere Lieferanten in unser Unternehmen. Aber auch da sind wir mit den Lieferanten in Kontakt und schauen, wie wir die auch Emissionen in Scope 3 reduzieren können. Zum Beispiel sind wir mit einer Spedition so verblieben, dass alle Fahrten von ihr für uns klimaneutral durchgeführt werden. Mhm. Somit ist die Emission in Scope 3 auch reduziert worden. Und was ist der Nutzen für unsere Kunden? Können wir zum Beispiel unserem Kunden irgendwie an einem Artikel ausweisen, wie viel CO2 dieser Artikel jetzt verursacht hat, also die Herstellung dieses Artikels verursacht hat? Ja, damit haben wir uns in den letzten Monaten eingehend beschäftigt. Da die meisten Artikel bei uns einen sehr ähnlichen Prozess durchlaufen, das heißt, wir spritzgießen, wir galvanisieren und dann prüfen wir, können wir die Energieverbräuche in den verschiedenen Prozessen über das Gewicht und die Bauteiloberfläche auf jedes Bauteil runterbrechen. Und wir könnten theoretisch auf dem Lieferschein, der an den Kunden geht, mit ausweisen,
wie viel Kilogramm CO2 durch diese Lieferung an sein Unternehmen geliefert worden sind. Das ist ja sehr interessant. Also stecken da auch nachher ganz konkrete Dinge hinter, die wir machen können. Allerdings, das ist alles dann immer, wenn wir bei uns was produzieren, an den Rohstoffen selber, an dem Recycling, da arbeitest du ja, Markus. Ja. Mal ganz ehrlich, die Frau, die da in dem Jutesack in deiner Präsentation war, die hat sich eigentlich nicht wohl gefühlt. Muss denn Recycling immer, eine schlechtere Qualität bedeuten? Muss Recycling denn immer irgendwie so ein schlechtes Image haben? Also das ist definitiv auch nicht unser Anspruch. Also unser Anspruch ist, ich bin ja selber auch Konsument, ich fahre auch Auto und natürlich möchte ich nachhaltige Oberflächen in dem Fahrzeug drin haben. Ich möchte aber auch eine hochwertige Oberfläche in dem Fahrzeug drin haben. Und ich denke mal, der Frau in dem Jutesack ging das vielleicht auch ähnlich oder sowas. Die wird nicht viel oder nicht lange Freude an diesem Kleid haben und wird es wahrscheinlich auch nicht oft tragen. Wenn ich also gerne was benutze, dann muss es auch entsprechend aussehen. Man muss nicht immer die Nachhaltigkeit direkt dem Produkt ansehen. Und das ist auch eben unser Ansatz. Also wir orientieren uns da so ein Stück weit an der Papierindustrie. Wenn man sich da mal eben dran zurückerinnert, wie die angefangen haben mit ihrem Recycling, da konnte man noch ganz deutlich erkennen, Altpapier oder recyceltes Papier im Vergleich zu konventionellem Papier, das sah schon anders aus. Das wurde auch nicht gern benutzt. Heutzutage ist das komplett anders. Man kann das gar nicht mehr voneinander unterscheiden, ob ich jetzt recyceltes Papier vor mir habe oder ob ich eben konventionell hergestelltes Papier vor mir habe. Man sieht den Unterschied nicht mehr. Und dann wird es auch ganz normal in Prozessen benutzt. Und dann ist es ja auch absolut okay. Und der Vorteil bei der Papierindustrie ist sogar, der Recyclingprozess ist mittlerweile so effizient, die Energieverbrauchswerte sind deutlich niedriger als eben entsprechend, wenn man konventionelles Papier herstellt. Chemieverbrauchswerte sind auch geringer im Vergleich zum konventionellen Papierherstellung. Also das sind alles so Faktoren, da wollen wir auch hin. Wir wollen halt wirklich unsere eigenen Materialien bei uns benutzen, dass der Endkunde gar nicht mehr erkennt, ist es eine recycelte Oberfläche oder ist es eine nicht recycelte Oberfläche. Und dadurch kriegen wir den großen Vorteil rein, dass man auch eben Freude daran hat, mit diesen Oberflächen oder mit diese Oberflächen zu benutzen. Also der direkte Nutzen für den Kunden, der stellt sich mir ja dann immer sofort. Ja. Also für unseren direkten Kunden oder auch für den OEM, ja, der dahinter hängt. Wie ist der messbar? Kann man sagen, wie viel eigentlich ein recyceltes Bauteil, recyceltes Material den CO2-Footprint von einem Bauteil reduziert? Kann man das sagen? Weiß man das? Man wird das irgendwann sagen können. Also ehrlich gesagt, ist eine gute Frage, ist auch nicht einfach zu beantworten. Der Johannes hat es ja auch schon gerade ausgeführt. Es gibt mehrere unterschiedliche Methoden, daran zu gehen. Also die Datenbasis ist aktuell auch noch nicht so valide. Wir sind ja auch noch in der Ausarbeitung des Prozesses eben dran. Wenn das alles vorliegt, dann sind wir uns sicher, gerade wenn man das Beispiel Papierindustrie sieht, dass wir dann auch definitiv niedriger sein werden in der CO2-Bilanz, als das mit konventionell hergestellten Sachen ist. Wenn wir ein recyceltes Material weiter benutzen in unseren Prozessen, wird das sicherlich Vorteile haben. Natürlich kann man nicht so lange warten, bis fertig gerechnet ist und so. Und deswegen habe ich auch schon gehört, es gibt wohl den Ansatz einiger OEMs, die das auch tatsächlich ernsthaft überlegen, recycelte Materialien, ähnlich wie das bei Hybridfahrzeugen eben auch ist, einfach erstmal pauschal als Null anzusetzen vom Verbrauch her. Das ist zwar, sagen wir mal, wissenschaftlich jetzt nicht unbedingt vernünftig auf lange Sicht gesehen, aber bevor man eben noch gar nicht eine konkrete Zahlenbasis hat, macht das durchaus Sinn, schon mal so anzufangen, um einfach den Anteil an recycelten Materialien dann auch zu erhöhen im Fahrzeug, um da eine gewisse Attraktivität zu schaffen. Das wäre also auch für den Kunden schon ein direkter Vorteil, dann die Materialien einzusetzen. Ja. Wenn ich jetzt hier in unsere Produktion gehe, sehe ich denn da schon den Einsatz von recyceltem Material? Ja, an vielen Stellen kann man es eben schon sehen. Also zum Beispiel, wenn wir uns auf den Kunststoff mal fokussieren, also unser Ausschuss, den setzen wir jetzt schon wieder ein, den recyceln wir. Den Ausschuss, den wir im Spritzgussbereich zum Beispiel haben, das Material wird recycelt und wir setzen das eben entsprechend für unsere internen Prozesse ein. Nicht in unsere Produkte geht das rein, aber zum Beispiel recycelte Kunststoffe werden bei uns im Spritzguss verwendet, um Abblendleisten für die Galvanik zum Beispiel zu erzeugen. Deswegen wissen wir auch, dass sich der Kunststoff ganz gut recyceln lässt. Und dass der auch gut galvanisierbar ist am Ende des Tages, weil wir nutzen das schon in solchen Nebenprozessen eben schon entsprechend mit.
Der Galvano-Ausschuss wird für unser Recycling-Projekt aktuell benutzt. Ja, wir brauchen ja gewisse Mengen, um den Prozess zu optimieren. Das ist zum Beispiel eine Sache. Wenn wir, bisher haben wir den, ist der Galvano-Ausschuss auch immer genommen worden. Den haben wir an externe Recycler geschickt, die das Metall recycelt haben. Und die haben ja leider auch, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, der Kunststoff wurde bis dahin immer thermisch verwertet. Und deswegen haben wir das Projekt ja aufgesetzt, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das zu schade für den Kunststoff, dass man den thermisch verwertet, sondern da soll man wirklich eben reingehen und sagen, lass uns den selber nutzen. Mhm. Bringt allen was. Interessant. Ich möchte euch noch nicht entlassen. Wir haben ja nachher am Ende der Vortragsrunde nochmal wieder die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Aber ich sage schon mal Dankeschön für die erste Runde und möchte dann jetzt im Programm weitermachen. Und zwar haben wir jetzt viel über Energieverbrauch gehört, wir haben was über Recycling gehört. In der Vergangenheit wurde in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Galvanotechnik viel mehr über den Arbeitsschutz, also Arbeitsplatzbedingungen gesprochen. Auch da gibt es Maßnahmen und Reglementierungen, die aus Europa angestoßen worden sind. Und zwar geht es ja konkret um Chromtrioxid. Chromtrioxid, das wissen die meisten, unterliegt ja der Registrierungs-, Evaluierungs- und Autorisierungspflicht durch die EU, also REACH. Und wir haben hier als galvanotechnische Industrie eine Riesenaufgabe vor uns, nämlich die Substitution von Chromtrioxid in den Prozessen. Ich denke aber, es ist für Sie auch mal ganz interessant zu sehen, dass die Vermeidung von gefährlichen Stoffen innerhalb der BIA-Gruppe schon immer eine Aufgabenstellung war, die wir uns selbst gesetzt haben. Und gerade in Bezug auf Chromtrioxid kann ich Ihnen was zeigen. Deshalb folgen Sie mir mal in unserem Betrieb und sehen Sie, wie wir hier in Chromtrioxid substituieren. Hinter mir sehen Sie jetzt unsere BIA 3. Bei ihrem Produktionsstart in 2007 war sie eine der modernsten Kunststoffgalvaniken der Welt. Mit ihrem kabellosen Transportwagensystem zur Energieübertragung und zur Datenübertragung per Wi-Fi hatte sie komplett neue Technologien eingesetzt und ist dadurch sehr flexibel. In dieser Anlage startete aber auch mit einem Chrom-3-Prozess für die elektrolytische Verchromung und einer chromarmen Beize. Während die chromarme Beize nach kurzer Zeit aufgrund technischer Mängel ausgewechselt werden musste, konnten wir aber sehr gute Erfolge mit dem dreiwertigen Chromelektrolyten erzielen. Aber BIA war seinerzeit voraus. Die Kunden wollten diese leicht gelbe Oberfläche nicht, da man große Probleme im Mischverbau an Fahrzeugen befürchtete. Nur einige BAT-Ausstattungsartikel konnten gefertigt werden. Wichtig für BIA aber war, Erfahrungen mit dem Chrom-3-Elektrolyten zu sammeln und Verbesserungen in der chemisch-technischen Handhabung zu erzielen. Diese Entwicklung hat Früchte getragen und wir können heute unseren Kunden dreiwertige Chromoberflächen an jedem unserer Standorte der BIA-Gruppe anbieten. BIA hat sich bei der Entwicklung der alternativen Verchromungsverfahren auf die sogenannten sulfatbasierten Elektrolyte konzentriert. Diese bieten den Vorteil, dass sie in der Farbanmutung den klassischen Chromoberflächen sehr nahe kommen. Die Verfahren der neuesten Generation zeigen in der LAB-Farbskala ebenfalls negative B-Werte, besitzen also den gleichen leichten Blauton wie das klassische Chrom und können deshalb auch im Mischverbau mit alten oder klassisch gefertigten Bauteilen im Fahrzeug eingesetzt werden. Zurzeit arbeiten wir daran, neue Produkte für diese Oberfläche zu qualifizieren, sowie Serienartikel auf diese neue Oberfläche umzustellen. Dieser Umstellungsprozess benötigt einen möglichst einfachen, mit unseren direkten Kunden und OEMs abgestimmten Qualifizierungsprozess. Wir sehen BIA auf einem guten Weg und werden bis 2025 unsere komplette Produktion auf Chrom 3 umgestellt haben. Die Vorbehandlung von Kunststoffen ist ebenfalls auf Chromtrioxid angewiesen. Allerdings ist hier die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten wie bei den Chrom-3-Elektrolyten.
BIA hat sich als Mitglied des Fachverbands Galvanisierte Kunststoffe aktiv an der Erprobung der zurzeit verfügbaren Verfahren beteiligt. Die Ergebnisse dieser FGK-Ringversuche sind publiziert worden. Der letzte Ringversuch wird Anfang 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass zwar Fortschritte mit den alternativen Verfahren erzielt werden konnten, jedoch zur Serienreife noch weitere Optimierungen notwendig sind. Daher haben wir uns dazu entschieden, auf der einen Seite mit unseren FGK-Partnern einen Antrag auf Autorisierung von Chromtrioxid zu stellen, auf der anderen Seite aber auch in eine neue Pilotanlage zu investieren, in der wir in der Lage sein werden, chromfreie Vorbehandlungen verschiedener Anbieter zu erproben und zu qualifizieren. Diese Anlage versetzt BIA in die Lage, chromfreie Vorbehandlungen unter Serienbedingungen zu erproben und zu qualifizieren. Sie wird 2022 in Betrieb gehen und wir werden die dann qualifizierten Technologien sukzessive in alle BIA-Anlagen integrieren. Dieser Wandel benötigt allerdings einen starken Eingriff in die Anlagentechnik, sodass wir mehr Zeit für die Umsetzung benötigen werden. Dieses wird auch im Substitutionsplan des FGK deutlich, der auf den Angaben der FGK-Firmen basiert. Demnach wird die Umstellung der Vorbehandlung noch bis 2032 benötigen. Die Europäische Chemikalienagentur in Helsinki, die oberste wissenschaftliche Autorisierungsbehörde, hat diesen Plan des FGK als credible, das heißt glaubwürdig, eingestuft und der EU-Kommission zur Genehmigung vorgelegt. Damit hat die BIA-Gruppe Zeit, den Wandel zur chromtrioxidfreien Produktion zusammen mit den Kunden, aber auch mit den anderen Marktteilnehmern abzuschließen. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir, die Mitarbeiter der BIA-Gruppe, stehen für eine sichere und umweltfreundliche Produktion von Chromoberflächen unter hohen Qualitätsanforderungen. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften der Echtmetalloberfläche steht Chrom für ein modernes und hochwertiges Automobildesign. Die vollständige Rezyklierbarkeit der BIA-Produkte macht sie auch langfristig nachhaltig. Chrom wird auch weiterhin für hohe Qualität und Nachhaltigkeit stehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie in dem Video sehen konnten, ist es klar, dass wir gefährliche Chemikalien immer da, wo es geht, durch ungefährlichere Chemikalien ersetzen werden. Das ist doch selbstverständlich, dass wir das für unseren Produktionsprozess so vorsehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Zeit, weil es gibt nicht immer die ideale Lösung. Diese ideale Lösung muss entwickelt werden. Und wir hoffen, dass wir auch durch die Politik, durch unsere Kunden die nötige Zeit bekommen werden, diese Schritte, die notwendig sind, um gefährliche Chemikalien, in diesem Fall das Chromtrioxid, aus unserer Produktion zu verbannen, durchführen können. Jetzt haben wir sehr viel über Umwelt, über Nachhaltigkeit, über Reduktion von Gefahren in der Produktion gesprochen. Was ist aber mit den neuen Produkten, die wir auch entwickeln? Weil schließlich leben wir von interessanten, modernen Produkten, die auch Ihnen Vorteile bieten, wenn Sie die in die Fahrzeuge einbauen. Was wir so alles in der Pipeline haben, was gerade auf dem Weg in die Autos ist, das zeigt Ihnen jetzt Dr. Felix Heinzler, der Entwicklungsleiter unseres Hauses. Herzlich willkommen zum letzten Beitrag unseres diesjährigen Online-Forums, dem Technologie-Spotlight. Wir schauen uns im nächsten neue Technologien an, die wir hier in Solingen in die Serie implementiert haben und geben einen Ausblick auf das, was in der Entwicklung bei uns momentan in der Pipeline steckt. Das sind zum Teil dunkle Chromoberflächen, die wir hier als neuen Elektrolyten in Solingen haben. Das sind schwarze Lasermarkierungen, die wir durch eine neue Lasertechnologie bei uns implementieren konnten. Und dann kommen wir zu den Bereichen, die sich eher im Bereich der Entwicklung bewegen. Das sind verschiedene Möglichkeiten zur Implementierung von Folientechnologie und Galvanik und dann als letztes Highlight der Implementierung von Touch-Bedienungen bei Echtmetalloberflächen. Erster Bereich, die dunklen Oberflächen, mal so von uns zusammengefasst. Wie gesagt, auf der einen Seite haben wir einen neuen Elektrolyten hier in Solingen in Betrieb genommen, der es uns erlaubt, auf einer
dreiwertigen Basis entsprechend dunkle Chromoberflächen auf den Bauteilen abzuscheiden. Wie man in den Bildern sehen kann, können wir im Prinzip hier, ja, ich sag mal, relativ frei wechseln. Also sprich, wir haben keine Reglementierungen in den Geometrien, die wir bisher so bei uns auch kennen, und können die dann in den gewohnten hellen Chromoberflächen darstellen, aber dann halt auch in den Bereich eines dunklen Anthrazits wechseln. Natürlich ist die Technologie weiterhin auch mit unseren bekannten Varianten kombinierbar. So können wir die Oberflächen entsprechend laserstrukturieren, das Texture Chrome hier mit draufbringen, aber auch entsprechende Strukturen durch die gesamten Metallschichten durchbringen und hier dann eine ambiente Beleuchtung mit dunklen Oberflächen erzielen. Lasern ist dann auch das nächste Stichwort. Wir haben in Solingen auch einen neuen Laser in die Serie übergeben, der in der Lage ist, durch eine bestimmte Pulsung des Lasers die Oberfläche im Chrom sehr dunkel und in die Richtung schwarz zu verfärben. Bedeutet, wir können, wie auf den Bildern hier dargestellt, Laserstrukturen wie gewohnt darstellen, aber jetzt im Bereich von Symbolen oder, sagen wir mal, Designstrukturen entsprechend nicht nur, ich sag mal, eher in einem Bereich von einem hellen Braun die Oberfläche anlasslasern, sondern wir können das im Bereich von einem, ja, sagen wir mal, tiefen Schwarzanthrazit inzwischen umsetzen. Wie man hier so sehen kann, lassen sich diese Technologien auch wieder kombinieren. Also wir können dann entsprechend auch die dunklen Chromoberflächen wieder mit einer Laserstruktur noch wieder, ja, etwas interessanter gestalten. Aber wir können natürlich auch die entsprechenden bekannten hellen Chromoberflächen mit der dunklen Anlasslaserung dann für Symbole, Schriftzüge oder Designstrukturen versehen. Der Pico-Laser hat dabei den großen Vorteil, wir können das auch etwas variieren, sodass wir hier zum Teil auch einfach, nennen wir es mal, so eine Art Farbverlauf darstellen können, der halt klare schwarze Strukturen erzeugt, aber natürlich auch hellere Anlasslaserungen ermöglicht. Zweiter Punkt, die Folientechnologie, wie zu Beginn angekündigt. Wir haben zusammen mit der Firma Covestro über die letzten Jahre eine PC-ABS-Folie entwickelt, die für eine direkte Galvanisierung entwickelt worden ist. Bedeutet, wir können diese Folie zum Beispiel mit einem Polycarbonat hinterspritzen und ein ABS-Anteil auf der Vorderseite ist dann für die Galvanik so vorbereitet, dass wir hier eine nach OEM-Spezifikationen haftfeste Beschichtung erzeugen können. Die Hinterspritzung mit Polycarbonat und der geringe ABS-Anteil ermöglichen uns dann sehr schöne Farbechtheiten, wie man auf den verschiedenen Bildern hier sehen kann. Wir haben hier beispielsweise die Folien mit einem Neon-PC hinterspritzt und man sieht, dass dieses klare Gelb oder dieser Neon-Anteil schon hervorragend zur Geltung kommen. Weiterer Vorteil ist, dass PC einfach auch alterungsbeständiger ist und wir hier eine deutlich höhere Farbechtheit über die Lebensdauer der Bauteile erzeugen können, als das bisher simpel mit ABS die entsprechenden Möglichkeiten bot. Die Folie ist außerdem dazu in der Lage, von der Rückseite noch bedruckt zu werden, bevor wir sie dann im Spritzgießen hinterspritzen. Das heißt, wir können hier auch über beispielsweise einen Siebdruck, wie man das hier dargestellt hat, Farbverläufe in Blau oder in Weiß auf der Rückseite dann mit einbringen, sodass wir hier auch wieder in Kombination mit Laserstrukturierung sehr, sehr schöne Effekte und Designstrukturen erzielen können. Durch den Laser sind wir natürlich, sagen wir mal, in allen Varianten da recht frei und können die Strukturen auf dem gleichen Bauteil sehr gut variieren. Der untere Bereich bildet im Prinzip dann, ich sag mal, das Negativ zu der vorgestellten Technologie ab. Vorher hatten wir eine galvanisierbare Folie. Jetzt haben wir hier unten Designfolien, die Sie aus dem Automotive-Bereich kennen, die allerdings in diesem Fall eben nicht galvanisierbar sind. Bedeutet, wir sind hier hingegangen und haben einen speziellen Topcoat, beispielsweise auf so eine graumelierte Folie für den Automotive-Anwendung draufgebracht und diese dann direkt mit ABS hinterspritzt. Der Topcoat hat jetzt den Vorteil, dass das Bauteil in der Galvanik selektiv bleibt, das heißt nicht beschichtet oder angegriffen wird und wir so direkt einen Chromrahmen im Prinzip an das Bauteil dran spritzen und dann als einkomponentiges Bauteil durch die Galvanik fahren können und ohne Montageaufwand die Dekoroberfläche in der Folie mit dem entsprechenden Designelement einer Chromleiste verbinden können. Reduziert entsprechend den Montageaufwand und ermöglicht natürlich durch die verschiedenen Foliendekors eine sehr schöne Designfreiheit. Was natürlich auch weiterhin möglich ist, ist die Durchleuchtung dieser Folien auf dem oberen Bild hier dargestellt als Übergang zum letzten Punkt für
dieses Spotlight, dass wir natürlich die Strukturen, die wir auf der Vorderseite drauf gelasert haben, wenn wir auf der Rückseite ein transparentes Polycarbonat verwendet haben, wieder beleuchten können. Das heißt, hierdurch erzeugen wir natürlich auch dann in einem Nachtdesign sehr schöne Effekte. Im Tagkontrast sehen wir dann halt die entsprechenden Farben und eine Echtmetalloberfläche. Und im Nachtdesign haben wir dann entsprechend die Hinterleuchtung in verschiedenen Farben möglich. Wie gesagt, die Farbechtheit da ein absoluter Vorteil durch den hohen Polycarbonatanteil. Dann kommen wir zu einer absoluten Neuentwicklung, die auch so bisher noch nicht technologisch verfügbar war. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit Touch-Bedienungen auseinandergesetzt. Die bekannten Möglichkeiten über kapazitive Sensoriken, Touch-Bedienungen zu implementieren, scheitern einfach an der Echtmetalloberfläche. Diese schirmt die Touch-Bedienung in der Regel vollständig ab. Wir haben deswegen ein neues Sensorverfahren und einen entsprechend patentierten Aufbau für die Implementierung von Touch-Oberflächen bei Echtmetall- und entsprechend Galvano-Bauteilen erarbeitet. Die entsprechende Folie, die wir vorhin dargestellt haben, lässt sich hier natürlich auch wieder vernünftig verwenden. Wir können mit Polycarbonat eine Beleuchtung erzeugen, aber durch eine entsprechende Sensorik dann auf dieser Oberfläche verschiedene Bereiche zu, punktuellen Bedienungen mit Knöpfen bis hin zu Slidern darstellen. Wir haben einen entsprechenden Prototypen hier aufgebaut, mit Partnern im Werkzeug umgesetzt und dürfen Ihnen heute die ersten Videos dazu zeigen, wo wir entsprechend die Funktionalitäten darstellen. In diesem kleinen Video zeigen wir Ihnen simpel den Aufbau von dem Prototypen und seine Funktionalität. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, dass wir hier zwei Bereiche haben, auf denen wir den Prototypen anschalten und durch die verschiedenen Farben schalten können, dann sind das natürlich schon mal erstmal zwei unterschiedliche Bereiche für Touchfunktionen mit zwei Sensoren abgebildet. Dann haben wir in der Mitte einen Slider integriert, der durch die entsprechende Helligkeit schalten kann. Der ist zugegebenermaßen noch etwas grob, aber das lässt sich von unserer Seite aus noch verbessern. Und final als Anwendung, zum Beispiel im Dachhimmelbereich, haben wir hier noch zwei Lampen eingebaut, die ein- und ausgeschaltet werden können. Hier sind im Prinzip die Funktionen dann allein durch Software und Applikationen zu bestimmen. Damit darf ich mich auch schon für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Das soll der Kurzdurchgang durch die Technologie-Spotlights bei uns gewesen sein. Wir haben jetzt anschließend noch die Zeit, die entsprechenden Fragen von Ihrer Seite aus gerne zu diskutieren. Und Sie dürfen natürlich auch gerne im Nachgang zu den einzelnen Bereichen und Anwendungen auf uns zukommen. Wie gesagt, wir haben verschiedene Vorteile, die wir einfach mit diesen Technologien erzielen können, bis hin dann zur ersten Funktionsintegration für Touch-Bedingungen, die ja ganz neue Bedienkonzepte ermöglichen. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde es faszinierend, was wir alles so gerade in der Pipeline haben. Und ich hoffe, dass wir diese Dinge auch in nächster Zeit irgendwann in den Fahrzeugen sehen werden. Und diese Dinge eben auch für uns als Konsumer zur Verfügung stehen. Ich möchte jetzt hier in der Runde Dr. Felix Heinzler, der für diese Dinge hier verantwortlich ist, begrüßen. Hallo Felix. Morgen Markus. Ich habe natürlich sofort eine Frage. In diesem Zusammenhang auch nochmal an unsere Gäste draußen. Benutzen Sie die Chat-Funktion? Wir haben ein paar Fragen bekommen. Einige habe ich hier schon auf der Hand. Aber dies ist meine persönliche Frage. Felix, ich muss irgendwann ein neues Auto kaufen. Wann kann ich denn die Klamotten hier kriegen? Das sind doch echt tolle Sachen. Ja, wir sind da ja eher der, Ideengeber. Die eigentliche Implementierung, die muss dann natürlich über die OEMs laufen. Würde ich sagen, kann man bei diesen Sachen so in ungefähr drei Stufen auch einteilen. Der erste Bereich um das Dunkelchrom und die Schwarzmarkierung, der ist just in Serie gegangen. Also sprich, das sind Sachen, die dieses Jahr angelaufen sind. Da haben wir jetzt erste Teile umgesetzt. Das sind Exterieur, Chromleisten und Leisten im Interieur, die einfach mit einer Beschriftung versehen werden. Die Folienapplikationen sind relativ vielfältig. Da hoffen wir, dass wir so die ersten Schritte 2024 in jetzt geplanten Serien umsetzen können. Und das ganze Thema um Touch-Bedienung ist natürlich deutlich weittragender als nur eine Dekoroberfläche. Da sind wir mit OEMs in Kontakt und versuchen, das zu platzieren. Da müssen wir mal schauen, wann jemand diesen Schritt mit uns gehen möchte. Ich denke, man kann sehr schöne Effekte damit erzielen und auch Vorteile, sodass wir hier hoffentlich dann auch so 2024 mal so erstmal
vielleicht andenken können, in die ersten Fahrzeuge zu kommen. Okay, muss ich also noch ein bisschen warten, bis dass ich das nächste Auto bestellen kann. Aber naja, im Augenblick sind sie ja sowieso nicht so gut lieferbar. Und das Warten ist es wert. Okay, ich habe hier eine Frage. Felix, du warst in der ersten Runde nicht dabei. Aber wir haben ja sehr stark da über Carbon Footprint, also über CO2-Footprint gesprochen. Wir haben über Klimaneutralität gesprochen. Wenn ihr Produkte entwickelt in der Entwicklung, wenn ihr da die Dinge anplant, habt ihr das eigentlich auf dem Schirm? Denkt ihr über solche Dinge nach? Ja, absolut. Also erstmal die Entwicklung dieser Recyclingtypen und die Qualifizierung versuchen wir halt von unserer Seite aus mit zu begleiten und auch die Prozesse, wie wir Chrom und Kunststoff vernünftig trennen und aufbereiten können, versuchen wir entsprechend über, ja, gerade dieses Jahr mitzuentwickeln. Aber auch bei den neuen, sagen wir mal, Anwendungen, die sich irgendwo in Bauteilen dann widerspiegeln, versuchen wir das mit im Blick zu behalten. Ich sage mal, so simple Sachen wie in Lackierbauteilen einfach generell einen gewissen Anteil an Rezyklat über das Material, was wir von den Materialherstellern bekommen, einfließen lassen, bis hin zu, wenn wir jetzt Folienbauteile nehmen, zu bewerten, kann man die hinterher wieder vernünftig aufbereiten. Also können wir hier, ja, in dem Fall ähnlich auch wieder Kunststoff und Chrom voneinander trennen. Ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil in dem Fall geht es einfacher. Wir haben ja nur eine Haftschicht aus ABS dazwischen, sodass wir hier sehr gut separiert am Ende Chrom und Polycarbonat dann wieder in die Kreisläufe geben können. Mhm. Also ihr denkt bei der Schaffung der Bauteile schon an deren Ende? Ja, Design for Recycling ist vielleicht noch ein bisschen zu groß gesprochen, aber wir versuchen halt in unserem Bereich, den wir beeinflussen können, das schon mit einzubeziehen. Okay. So, hier kommen die ersten Fragen auch aus dem Publikum. Ich habe hier eine, da muss ich mal sehen. Ich glaube, ja, die gehen schon in dieselbe Richtung. Und zwar gehen die zu dem Vortrag Chromtrioxid. Also ich glaube, da frage ich einfach mal den Markus hier. Sonst müsste es sich selber fragen, ja. Das ist schon okay. Ist denn Chromtrioxid ab 2024 verboten? Ist der Einsatz verboten? Ist die erste Frage. Die zweite, die dazu gehört, die können wir im Anschluss dann auch nochmal. Aber ist Chromtrioxid verboten? Nee, definitiv nicht. Es ist nicht verboten. Es gibt keine gesetzliche Grundlage oder wo man das irgendwo nachlesen könnte, ist 2024 ist unsere Anwendung verboten. Das gibt es nicht. Was wir haben ist, wir haben in 2016 einen Autorisierungsantrag eingereicht. Du hast das in deinem Vortrag ja auch erläutert. Wir haben in 2020, wurden wir nochmal aufgefordert, einen Substitutionsplan einzureichen bei der EU-Kommission. Das haben wir auch gemacht. In diesem Substitutionsplan sollte und ist auch sehr klar dargestellt, wie und bis wann wir Chromtrioxid auf Null gebracht haben werden. Dass wir es eben entsprechend nicht mehr nutzen werden, bis es dann eben endgültig substituiert ist. Du hast ja eine sehr schönes Chart gezeigt. Das ist auch aus diesem Substitutionsantrag draus. Für die Vorbehandlung zum Beispiel 13 Jahre ist dann noch angegeben. So lange werden wir noch brauchen. Der Antrag wurde eingereicht. Er wurde mittlerweile auch von der Europäischen Chemikalienagentur, das ist, sagen wir mal, diese wissenschaftliche Abteilung der EU-Kommission, die beraten, die bewerten solche Anträge. Die haben auch unseren Autorisierungsantrag bewertet und jetzt auch den Substitutionsantrag. Und diese Zeitschienen, die wir angegeben haben und die Strategie, die wir da angegeben haben, wie wir eben substituieren wollen, das wurde seitens der ECHA, das ist die Abkürzung, als glaubwürdig eingestuft. Mhm, ja. Es gibt auch nur zwei Einstufungen. Es gibt glaubwürdig, nicht glaubwürdig. Ja. Dazwischen gibt es nichts, keine Grauzonen. Die machen das so. Und unser Antrag wurde als glaubwürdig eingestuft. Jetzt liegt der Ball wieder bei der Kommission. Die müssen jetzt final entscheiden. Und es ist sehr unwahrscheinlich von meiner Einschätzung her, warum sollte jemand, der eine wissenschaftliche Abteilung unterhält und führt und macht und die geben ein Statement ab und sagen, das ist glaubwürdig, warum sollten die dann sagen, interessiert mich nicht, ich entscheide andersrum. Also wir gehen ganz klar danach, dass da eben auch kein Verbot, es gibt kein Verbot und es wird auch für 2024 kein Verbot geben. Und wann rechnest du damit, dass die Kommission, das ist jetzt hier auch die Frage, wann wird die Kommission denn diese Deadline 2032 beschließen?
Ja, es liegen ja mehrere Anträge eben entsprechend bei denen auf dem Tisch. Wie deren Zeitmanagement aussieht, wie deren Sachen aussehen, das ist immer ganz schwer zu bewerten. Die treffen sich, keine Ahnung, zweimal im Jahr zu solchen Entscheidungen. Da werden diese Dinge auf die Agenda draufgesetzt. Und ja, oder eben auch nicht. Und wenn man in dem einen Termin nicht dabei ist und wir waren bisher noch keinem Termin dabei, dann hoffen wir, dass man eben bei der nächsten Runde mit draufsteht, dass endlich die Entscheidung kommt. Aber das können wir nicht beeinflussen. Wir fragen auch regelmäßig nach, wie sieht es denn aus oder sowas. Aber die haben keine zeitlichen Vorgaben, wann sie das Thema bearbeiten müssen. Wir haben zeitliche Vorgaben, wann wir was einreichen müssen. Ja. Da gibt es ganz klare Fristen. Da braucht man auch nicht um 5 Minuten überziehen. Aber sagen wir mal, die Entscheidungsfindung selber, wenn sie bei der Kommission liegt oder bei ihrem entsprechenden Ausschuss, da haben die keinen Zeitbedarf. Oder das können die machen. Die können den auch noch 10 Jahre liegen lassen im Schlussfall. Also in der Zwischenzeit darf aber Chromtrioxid von den Antragstellern weiter verwendet werden? Selbstverständlich. Also wir dürfen uneingeschränkt, wie vor dem Antrag auch, wir dürfen uneingeschränkt Chromtrioxid nutzen, weil wir rechtzeitig unseren Autorisierungsantrag eingereicht haben. Okay. Also auch da gibt es eben Zeitfristen. Und wenn man den Erstantrag rechtzeitig eingereicht hat, bevor eben dieses Sunset-Date in 2017 war, dann darf man uneingeschränkt, bis die Entscheidung gefällt ist, darf man uneingeschränkt sowieso weiter nutzen. Was uns aber ja nicht daran hindert, dass wir sowieso schon substituieren. Hier muss man auch noch mal ganz klar sagen, es gibt schon OEMs, die einen sehr stark da auch wirklich aktiv unterstützen bei den Prozessfreigaben, bei den anderen Dingen. Das läuft schon ganz gut. Okay. Ja. Ich habe hier eine Frage. Ich glaube, da ist der Johannes genau der Richtige, um die zu beantworten. Ich meine, wir haben bei uns ja auch eine Lackieranlage stehen, ne? Und die Frage ist hier, sind denn die lackierten Teile eigentlich, was die Klimabilanz angeht, nicht viel umweltfreundlicher als als die verchromten Teile, also besonders wenn man den CO2-Footprint betrachtet? Also wenn man rein den CO2-Footprint betrachtet, ist es bei Standard-Lackieranlagen, die schon bekannt sind, die flächendeckend genutzt werden in der Industrie, so, dass die verchromten Kunststoffteile besser dastehen. Bei einer modernen Lackieranlage, wie wir sie hier in Solingen in den letzten Jahren aufgebaut haben und in den Produktionsstart gebracht haben, ist die Klimabilanz in etwa gleich. Also da gibt es kaum Differenzen. Bei dem Thema Umweltfreundlichkeit muss man ja aber auch noch berücksichtigen, da geht es nicht nur um den Carbon Footprint des Artikels oder des Produkts, sondern ja auch darum, was kann ich nach dem Lebenszyklus des Produktes damit machen. Und wie die Kollegen eben schon so schön dargestellt haben, können wir ja mit unserem neuen Verfahren die Metallschicht vom Kunststoff trennen und die Materialien recyceln und gehen diesen Weg ganz stark. Das ist bei der Lackierung aktuell noch nicht so einfach möglich. Das würde bedeuten, wenn ich die Gesamtbilanz von den Teilen vergleiche, also inklusive Recycling, da würdest du sagen, da hat doch die verchromte Oberfläche einen Vorteil. Genau, mit dem Wissen um unser Recyclingverfahren und unseren Willen, das recycelte Material einzusetzen, sehe ich da einen Vorteil bei den verchromten Kunststoffbauteilen. Interessant. Eine Frage, die ist reingekommen an den Felix, und zwar geht es da um die Chrome-Touch-Funktion. Die Frage ist, wie viel Platz braucht man eigentlich, um diese Chrome-Touch-Funktion im Fahrzeug zu integrieren? Oder in den Baugruppen zu integrieren? In der Baugruppe ist da ja der richtige Anwendungsbereich. Also wenn man sich das auf einen ZSB runterbricht, dann haben wir im Prinzip die Möglichkeiten, hier an verschiedenen Stellen erstmal Platz zu sparen. Wir brauchen erstmal zur Bedienung keine mechanischen Bewegungen mehr, die verrastet werden müssen, die geführt werden müssen. Ein Feedback müssen wir irgendwo noch einbauen, verbraucht wieder Platz, aber da sind wir wahrscheinlich auf der positiven Seite. Dann reduzieren wir auch die entsprechende Anzahl an Knöpfen, die einzeln eingesetzt werden müssen. Das können wir über eine Fläche abdecken, auch das wird den Platz reduzieren. Die Touch-Funktion selber ist von der Sensorik bisher so aufgebaut, dass wir die direkt auf die PCBs mit aufbringen können, die sowieso hinter den jeweiligen Funktionsmechanismen stecken, sodass wir hier, ich sag mal, ein klein wenig mehr auf dem PCB für uns beanspruchen müssen, das aber von den bisherigen Feedbacks her keinerlei Themen sein sollten. Die Sensorik ist sehr kompakt, die Auswertemechanismen, die dahinter stehen, ebenfalls. Das ist zum Glück relativ, sagen wir mal, schlank gehalten, sodass wir hier davon ausgehen, dass wir
deutlich im Bauraum sparen werden. Wenn wir dann noch die Folientechnologie mit einbringen und alleine das ABS schon auf nur noch einen Bruchteil der notwendigen Materialstärke reduzieren, gewinnen wir nochmal Bauraum. Okay. Eine Frage, die ist reingekommen, ich glaube, die bezieht sich auf die dreiwertigen Chromverfahren. Und da würde ich mal den Markus fragen. Kann BIA die neuen Chromfarben weltweit liefern? Ja, wir können prinzipiell alles weltweit liefern. Wir entscheiden, wo wir welchen Prozess einsetzen, entscheiden wir nach den Anforderungen des Marktes. Mhm. Wir gucken halt eben, wo liegt die Bestellung vor, wie nah ist der direkte Kunde dran, wie hoch sind die Volumina, die wir eben entsprechend abbilden können. Und danach werden die Verfahren ausgewählt und danach wählen wir auch aus, wo wir dann als nächstes einen Prozess installieren werden oder einen entsprechenden Prozess umstellen werden. Beispielsweise die französischen OEMs und auch die skandinavischen OEMs, auch die Japaner haben diesen Hang danach, zum Beispiel nach Chromoberflächen, die wollen eher das warme Gelb, diesen warmen gelblichen, leicht gelblichen Farbton haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel diese Verfahren, weil das eher, sagen wir mal, nicht unbedingt in Deutschland der Fall ist, dass das gewünscht ist, haben wir diese Verfahren eben überwiegend in unseren Anlagen in der Slowakei installiert. Wir haben das Ganze in China installiert in unseren Anlagen und auch eben entsprechend in Mexiko. Mhm. Die Anlage läuft ja hoch oder ist schon. Ja. So, also da sind diese Verfahren drin. Die deutschen OEMs beispielsweise fordern die reine Substitution in erster Linie und wollen auch bei diesem etwas kühleren Chrom bleiben, was ja diesen etwas bläulichen Anteil hat. Deswegen sind die Verfahren hier in Solingen installiert, in Forst in unseren Anlagen sind die installiert. Wir gehen aber auch, weil das auch weltweite Anfragen sind, die wir dann eben entsprechend beliefern müssen, ist das auch ganz klar in China mit dabei. Und auch in Mexiko ist es angedacht, das wird jetzt in Kürze kommen, dass wir das dann eben das heißt, überall anbieten können. Das heißt, die Anlagen sind alle so eingerichtet, dass wir da, ich sag mal, zwei dreiwertige Chromverfahren anbieten können oder ist das nur auf spezielle Anlagen dann unmöglich? Ja, also man kann natürlich nicht unendlich diese Anlagen erweitern. Das ist natürlich, wenn es irgendwann wird der Platz, ist der limitiert, dann muss man sich natürlich dann einfallen lassen, was kann ich da eben noch entsprechend machen. Es geht ja auch mit Mattoberflächen. Also das ist immer, es ist eine planerische Herausforderung. Deswegen dauern solche Umstellungen ja auch, die kann man nicht in 5 Minuten erledigen. Deswegen, das ist auch immer ein Zeitfaktor. Man muss Behördengenehmigungen einfahren, man muss die anderen Dinge eben planen. Es soll ja auch vernünftig laufen. Und deswegen ist natürlich eine gewisse Vorarbeit nötig. Aber überwiegend ist schon ein gewisser Platz für die neuen Trends auch vorbehalten, gerade in den neuen Anlagen. Okay. Ich habe ja noch eine Frage. Ich glaube, ich stelle sie auch mal an dich nochmal, Markus. Ich habe auch noch eine für dich da. Ja? Die ist gerade reingekommen. Ach, wieder was Neues. Oder an mich, das können wir uns dann überlegen. Okay, also ich habe ja eine Frage an dich. Gibt es da auch noch andere Aktivitäten neben der Klimaneutralität oder Reduktion des Carbon Footprints, also bezogen auf Zurückführung von Metallen oder irgendwas in den Prozessen? Ach, du meinst jetzt selber unsere Prozesse dann? Ja, genau, in den Prozessen, hier steht das so. Ja, nee, haben wir auch. Also wir machen nicht nur Kunststoffrecycling oder eben entsprechend verchromte Bauteile-Recycling, wo wir uns drauf fokussieren, sondern auch natürlich überall da, wo bei uns, ich sag's mal, Abfall anfällt, überlegen wir uns immer, wie wir den in den Kreislauf zurückbringen können. Wenn wir zum Beispiel unsere Spülwässer sehen, bisher werden die Metalle natürlich auch aus den Spülwässern eben am Ende wieder abgetrennt, weil das sind natürlich auch werthaltige Substanzen noch. Diese sogenannten Galvanikschlämme gehen entsprechend auch wieder an externe Verwerter, die das wieder Metalle, richtige Metalle draus machen oder halt eben auch metallsalzhaltige Substanzen eben machen, die wir dann wieder bei uns einsetzen können. Wir haben aber jetzt auch ein Projekt aufgesetzt, gemeinsam auch, soweit ich weiß, Felix, mit der EU müsste das sein, ne? Da seid ihr dran, genau, wo wir ein Spülwasserrecycling machen, dass wir nicht mehr über den externen Verwerter gehen müssen, sondern dass wir dann eben die recycelten Materialien sofort wieder bei uns in den Prozessen einsetzen können. Also dann ist der Kreislauf noch geschlossener, als er eben entsprechend sowieso schon ist. Also bei uns wird eigentlich nichts weggeworfen. Ja, da bin ich ja auch dafür. Ja. Ne? Das ist bestimmt kostensparend. Das noch zusätzlich, das ist richtig. Dann eine Frage, das ist eine interessante Frage. Nimmt denn BIA auch die Teile vom Wettbewerb zurück?
spricht nichts dagegen. Ist jetzt nicht unser überwiegender Fokus, aber es spricht nicht unbedingt was dagegen, die Teile auch vom Wettbewerber zurückzunehmen. Es, verchromte Oberflächen haben den Riesenvorteil. Es ist, wie ich es auch in meinem Vortrag gesagt habe, es gibt ja nur ganz limitierte Kunststoffe, die man einsetzen kann. Wenn ich ein verchromtes Bauteil sehe, weiß ich quasi, welcher Kunststoff da drunter ist. Und den kann man dann, wenn man insgesamt eine recyclingfähige Lösung hat, kann man den dann auch eben entsprechend nehmen. Also würden wir auch machen, schätze ich mal. Kein Problem. Okay. Soll ich noch meine stellen? Ja, an dich dann. Ich bin hier nämlich am Ende der Fragen, die mir vorliegen, angekommen. Dann schließen wir das dann Hamid ab oder so. Hier ganz klar die Frage auch nochmal zu Reach. Deswegen kann ich es ja an dich stellen. Wird Chrom als Finish und in der Beize, also wir haben ja zwei Verfahren, wo wir Chrom einsetzen, wird das von der EU separat behandelt oder wird das eben entsprechend gemeinsam behandelt in einem Antrag? Wie ist das? Das ist ja so gewesen, dass man einen Antrag für eine Chemikalie und eine Anwendung dieser Chemikalie stellen muss. Und wir haben damals einen Antrag als FGK, einen Antrag ja gestellt für die Verwendung von Chromtrioxid zum Beizen und Verchromen für Kunststoffteile in der Automobilindustrie. Das heißt, wir haben eine Anwendung beantragt. Das heißt, es wurde nicht differenziert zwischen dem Verchromen, dem elektrolytischen Verchromen und dem Beizen im Antrag. Es hat sich aber herausgestellt, dass im Nachhinein das eigentlich besser gewesen wäre, man hätte das getrennt beantragt, weil dann kann man es einfacher bewerten. Ja. Und deshalb hat die EU, die Kommission ja dann auch mehr oder weniger uns gesagt, macht einen Substitutionsantrag. Und als wir diesen dann gemacht haben, haben wir uns entschieden, das ja in zwei Bereiche zu unterteilen, nämlich einmal für die Verchromung, weil wir alle der Meinung sind, die Verchromung ist soweit, was die technischen Dinge angeht, durch. Es muss jetzt industrialisiert einfach in die Anlagen gebracht werden und die Produkte müssen umgestellt werden. Also von daher haben wir gesagt, da machen wir einen anderen Substitutionsplan als für die Beize. Und das ist, denke ich mir, jetzt auch Stand der Dinge. Man wird das getrennt sich anschauen und getrennt entscheiden. Ja, also getrennt mittlerweile. Ja. Ja. Ich denke, ich kann auch jedem, der noch einen Antrag stellen will, nur raten, das so zu machen, weil das sind nun mal jetzt zwei Themen geworden. Das war's. Mhm. Danke. Ja, meine Damen, meine Herren. Das war unser BIA-Online-Forum. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Und Sie haben gesehen, dass wir Lösungen rund um verchromte Bauteile für die Automobilindustrie anbieten. Innovative Lösungen, die auch den Designern der Automobilindustrie in der Zukunft helfen, tolle Autos zu gestalten. Sie haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass wir uns bemühen, diese Produkte umweltverträglich herzustellen, klimaneutral zu machen. Und wir machen uns auch mehr Gedanken, als nur Produkte herzustellen. Wir wollen diese Produkte auch wieder zurücknehmen. Wir wollen diese Produkte wieder verwerten und wieder dem neuen Leben zuführen, also einen großen Nutzen damit erzielen. Das Ganze werden wir hier bei uns am Standort in Solingen auch Chrom-6-frei entwickeln. Und das dann aus Solingen in die anderen Werke ausrollen, sodass wir dann in Zukunft sagen können, wir stellen tolle Produkte her, innovative Produkte, umweltverträglich und gleichzeitig Chrom-6-frei. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.